Die haben's wohl eilig gehabt und den Fußboden vergessen. Es muss Sicherheitsvorrichtungen für die Arbeiter geben, die dieses Luftschiff gebaut haben. Aha! Levitatoren! Die helfen uns weiter. Bereit für einen Testflug? Eins, zwei, Sprung! Komm schon, Nick! Weit nach unten. Levitatoren sind toll!
Das Luftschiff fliegt direkt zur Trockdomine. Victor vergeudet wirklich keine Zeit. Interessant. In ein paar Minuten werden wir über Gandahars Gebiet sein. In der Nähe der Fabrik? Nein. Ziemlich weit davon entfernt. Außer ich mache das hier. Haben Sie jetzt vor, Charlotte zu retten? Wir müssen den Schlüssel holen, sonst könnte es böse enden. Ja, natürlich. Erst Schlüssel, dann Charlotte. Na, dann beeilen wir uns, ja? Nach Ihnen, Doc. Hm. Wir haben uns jetzt durchs ganze Schiff gekämpft. Der Schlüssel muss ganz in der Nähe sein. Und da ist er. Und da ist auch Victor. Legen wir los. Erkannt. Katrina ist tot. Und das nur wegen eurer belanglosen Einmischung. Und jetzt seid ihr dran. Es ist nicht zu spät, Victor. Wir können es beenden, bevor das alles komplett außer Kontrolle gerät. Niemand sonst muss noch sterben. Es reicht. Irgendwann sterben wir alle mal.
Wäre mit Katrina bei der Verwirklichung unseres Traums gestorben. Sie hätte ihren Tod sogar begrüßt. Aber so starb sie vergebens. Wie sie jetzt auch. Adieu, Jungs, die zwei übernehme ich. Doktor, du bist hier. Hab's versprochen. Darf ich kurz vorstellen? Das hier ist mein Assistent Lukas. Hallo, ich habe schon viel von Ihnen gehört. Das ist Mac. Wir hatten neulich zu viel zu tun, um richtig Hallo zu sagen. Sehr erfreut. Meine Liebe, wir haben es leider sehr eilig. Aber die Welt könnte enden, wenn wir nicht schnell zur Troctomide gelangen. Sind noch irgendwo intakte Luftschiffe übrig geblieben? Wie wäre es hiermit? Das war mein letztes Projekt für Gandahar, bevor ich erfuhr, was er in Wahrheit vorhatte. Das ist brillant! Und erst die Waffen. Schön. Können wir gut gebrauchen. Aber Doktor, es gibt ein Problem. Die Kobolde haben ja alles mitgenommen. Ich habe keine Relikte, um den Motor zu starten. Das dürfte kein so großes Problem sein. Nack, wärst du so freundlich? Getan!